diesmal wieder eine etwas längere Folge bei Let's Play Dirt 3. Ja, es tut mir selber leid, dass die eine Folge nur 9 Minuten ging. Ich habe das ein bisschen falsch eingeschätzt. Wir hätten eigentlich noch wirklich hier die Savannah Raid Trophy fahren können in Kenia. Und bevor ich jetzt wieder so viel Zeit mit Labern verschwende, werden wir auch gleich anfangen. Und fahren diesmal wieder mit den Landrush-Autos. Die dicken Potscar und die Mitsubishi Racing Lancer. Zeigen wir mal kurz den Wagen an. Tut mir leid, ich will den nur mal kurz sehen. Wow. Mitsubishi Racing Lancer ist das jüngste Raid-Modell einer erfolgreichen Serie von Offroad-Wagen. Der Dieselmotor verleiht dem Chassis auf Lancer-Basis 260 PS. Der sieht auf jeden Fall richtig gut aus und ich bin froh, dass ich schon so ein Auto habe. Und wir beginnen dann auch gleich mit dem Pro Invitational. Und wenn das gut läuft, sind wir auf jeden Fall schon auf dem Weg zu den Summer X Games. Ganz schön bullig. Sieht auf jeden Fall richtig krass aus und gibt auch gute Erfahrungen. Ja, es wird langsam immer schwieriger, eigentlich Ruf zu bekommen, weil das wird... Ich brauche immer mehr Punkte. Ich würde dich ja um Vorsicht bitten, aber wenn du immer so fährst wie letztes Mal, bin ich beruhigt. Anscheinend scheinen die wirklich sehr zufrieden mit mir zu sein, mit dem, was ich abliefer. Bin ich eigentlich auch. Ich muss mich zwar immer wieder kurz dran gewöhnen, aber es scheint halt echt gut zu laufen. Und es ist ein Rennen diesmal. Okay, aber trotzdem eigentlich ein Rally-Verhältnisse. Oha. Alles klar, ich fahre also jetzt mal eben kurz mal mit einem Panzer. Oh, oh, oh. Oh, ja, da habe ich kurz mal die Straße irgendwie verloren. Und es sieht mir trotzdem alles richtig... Oh, oh, oh. Schön aus. Der Wagen ist aber ganz schön brutal. Aber 270 PS geht ja noch. Also ich glaube... Oh, ich will ihn nicht überfahren. Ich glaube aber 270 PS geht wirklich noch, weil beim Trailblazer, ich glaube, da kommen dann auch irgendwann die 500 PS Boliden. Und man muss so eine Strecke hier fahren. Wow, die sind richtig schwerfällig. Also das Fahrverhalten von denen ist auf jeden Fall was anderes als in Monaco. Monte Carlo meine ich. Als wir da gefahren sind. Mit dem kleinen Flitzern. Aber ist ja was Geiles, eigentlich immer so ein bisschen Abwechslung zu haben. Und das gefällt mir auch sehr. Ja, ich habe ja... Wow. Letztes Mal ein bisschen... Was mache ich hier? Was mache ich hier? Scheiße! Eigentlich gerade komplett die Kontrolle verloren. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, ab hier. Und hier, schon da hat sich das irgendwie ein bisschen abgezeichnet. Ja, also, ich war stehen geblieben da, wo ich gemeint habe, so ein bisschen, was in Bahrain so abging und was da alles so passiert ist in dieser Zeit. Und ich muss sagen, wow. Also die Kritiker von der Formel 1, wozu ich auch gehört habe, die wurden eigentlich richtig blamiert, weil es wirklich alles hatte. Es hatte Crashes, es hatte Überholmanöver, es hatte... Also es gab, klar, es war wieder vollkommen logisch, dass Mercedes einer von denen auf jeden Fall auf dem Podium fährt. Und wieder haben beide Autos so stark dominiert. Es war nämlich so, dass die Autos einfach mal... Erster wurden mit Lewis Hamilton und zweiter Nico Rosberg und sie hatten, es gab ungefähr 12 Runden, glaube ich, vor Schluss ein Safety Car wegen einem Crash und sie haben innerhalb von 12 Runden einfach mal wieder 24 Sekunden auf die anderen weggefahren. Also da denke ich mir so, das ist einfach Red Bull. Das ist sowas wie Red Bull einfach. Die haben Speed, die haben geile Traktion, die haben krasse Kurvengeschwindigkeiten, die haben viel Abtrieb und die haben richtig Power. Und das hat man auch auf jeden Fall bemerkt, dass das wirklich jetzt die Dominatoren sind. Und ich bin echt gespannt, wann eigentlich mal dieser Lauf von denen so gesagt mal weggeht oder aufhört. Aber das wird, glaube ich, noch lange dauern. Ich schätze mal bis zur Sommerpause. Jetzt kommt ja als nächstes China 2014. Das ist dann, glaube ich, auch noch im April auf jeden Fall. 14. kommt als nächstes. Ja, irgendwie da am 20. irgendwas 20. 30. irgendwie rum.
Und das bedeutet auch auf jeden Fall sehr, sehr viel Action, weil man weiß, Red Bull hat zwar eine geilere Aerodynamik, aber das Problem ist halt, dass sie einfach wirklich brutal langsam auf den Geraden sind. Ich glaube, sie waren wirklich das langsamste Team. Und das hat natürlich dann wieder alles gezeigt. Oh, jetzt Asphalt. Und sofort habe ich den Grip. Echt heftig. Krass, krass. Und das Problem ist halt, was bringt dir ein Auto, was wirklich gut in den Kurven liegt, weil es sich einfach nur ansaugt. Es ist einfach, wie Vettel schon meinte, so Staubsauger, aber mehr so zum Motor, aber auch, so gesagt, sich wirklich an den Asphalt saugt, aber das auch auf der Geraden macht. Und da hat Marc Surer, ein Sky-Experte, gesagt, das ist halt dann wie, als würdest du auf Saugmäpfen laufen. Du kannst zwar so alles gut kontrollieren, aber das Problem ist halt, dass du das halt auch auf den Geraden hast. Und da müssten die dann erstmal auf jeden Fall ein bisschen noch aufholen. Aber Renault hat gesagt, bis nach, also nach China, nach dem China Grand Prix soll es wohl, sollen die meisten Probleme behoben sein. Und vielleicht wird es doch richtig spannend ganz zum Schluss, wenn Renault noch aufholt und dann nach der Sommerpause richtig durchstartet. Und das müsste eigentlich auch der erste Platz wieder gewesen sein. Mein Gott, wir haben echt wieder einen Lauf. Das freut mich echt. Und Kenwood Racing macht einfach mal mit 6 Sekunden Vorsprung das Ding. Oder 4 Sekunden. Und wir haben jetzt, könnten wir uns eigentlich schon, glaube ich, einen 5. Platz leisten. Und wir wären trotzdem erster Platz. Also, ich würde sagen, so wie in der Formel 1 Mercedes dominiert, dominieren wir hier. Und was ich mich dann aber frage wiederum ist, ich spiele ja immer noch auf Schwierigkeitsstufe 5. Wieso kann ich nicht auf Schwierigkeitsstufe 6 spielen? Das ist bei mir persönlich immer noch unmöglich. Das ist gerade für mich nicht schaffbar, das irgendwie hinzubekommen. Und mein Controller fängt an zu blinken. Das bedeutet, dass, glaube ich, langsam die Batterie leer geht. Ich hoffe mal jetzt auf jeden Fall noch für das Rennen und noch vielleicht für ein bisschen weiter. Gibt er jetzt nicht den Geist auf? Ich habe die, glaube ich, vor einer Woche oder so schon gewechselt. Okay, anscheinend scheint der Xbox 360 Controller in Sachen Batterieverbrauch sehr hoch zu sein. Und ich denke mal, das meiste liegt halt wirklich daran, dass der Controller halt diese Vibrationssachen hat. Könnte, oh, ich sehe gar nichts. Könnte eigentlich dann daran liegen. Oh, anscheinend habe ich gleich schon irgendwie was rausgefahren. Schon irgendwie gleich einen Bonus hier erreicht. Wow, 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 wow. Was ein Sprung. Da war ich gerade ein bisschen aus der Bahn. Wurde ich gerade ein bisschen aus dem Konzept geworfen. Und trotzdem düsen wir hier einfach mal durch Kenia durch. Und irgendwie sind das, glaube ich, alles nur abgeänderte. Da habe ich Vollgas gegeben. Da bin ich nicht von der Bremse gegangen. Ja, kehre rechts, ne? Alles klar. So, wieder voll auf die Bremse. Und auf jeden Fall denke ich mal, ich könnte ja nächste Folge schon mal das ABS ausmachen. Da müsste ich ein bisschen vorsichtiger auf jeden Fall mit der Bremse vorgehen. Aber auch das hier scheine ich einfach wieder zu dominieren. Aber ich denke mal, vielleicht bei den nächsten, bei der nächsten Saison, Saison 2013, jetzt bin ich schon wieder in der Formel 1 Modus. Ich meine, hier in der Saison 3 könnten wir auf jeden Fall. Wenn du so weiterfährst, ist dir die Einladung zu den Summer X Games sicher. Hey, wie wär's, wenn wir uns erstmal auf die Meisterschaft konzentrieren? Also ich muss sagen, der eine ist echt pessimistisch und die anderen rasten hier vollkommen aus. Er sagt immer so, ja Leute, bleibt mal locker, chillt mal eine Runde. Der hat noch nichts erreicht. Nein, wir sind ja nur schon in Season 2 und haben eigentlich fast alles mit dem ersten Platz gemacht. Aber gut. Das ist ja nicht meine Entscheidung. Das ist ja. Oh, 3 abgestandene Ziele. Gab richtig viel EP. Damit haben wir das jetzt auch geschafft. Mit Gold. Und wir sind wieder in Monaco. 8 Runden und 8 Runden. Das werden wir jetzt noch auf jeden Fall schaffen. Das bin ich euch auch so gesagt schuldig. Nach dem letzten Mal, nachdem es halt wirklich ein bisschen kurz war, mache ich jetzt auf jeden Fall mal eine längere Folge. Und dann werden wir jetzt auch noch diese 2x8 Runden wuppen, weil die Kurse sind halt auch nicht so lang. Ja, der hat ein bisschen
Bisschen Heckflügel, ein bisschen. Ach, Spoiler, alles. Sieht aber, die Farbe an sich finde ich echt Red Mango. Simpsons. Bisher hast du beim Rallycross dominiert, aber bleib voll konzentriert. Die Konkurrenz lauert auf ihre Chance. Ja, ich hoffe mal auf jeden Fall, ich werde jetzt auch das Thema dominieren. So einen auf Red Bull oder Mercedes jetzt machen. Wow, der Lag hat mich dann noch ein bisschen... Alter, was ein Speed. Oh, ja, ich bin auch noch auf der Bahn. Ich bin auch noch da, danke. Oh, was bremst der denn? Ist der doof? Oh, oh. Ja. Gut, bei der Formel 1 gibt es diese Sache. Eine Wagenlänge Platz lassen, das kennen die anscheinend hier nicht. Das ist gerade ein bisschen nervig gewesen. Und für mich ein bisschen nervlich aufreibend. So. Boah. Okay, da hatte ich jetzt gerade... Ah, schon wieder. Das gibt es doch nicht. Jetzt gerade... Ist die Dominanz. Oh. Ja, das war sehr fair von mir. Sich einfach da irgendwie reinzuquetschen. Aber okay, die erste Runde ist geschafft. Oh, 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 oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Ja, ich werde ein wenig gerammt. Alter. Das geht ja mal wieder da hinten ab, aber wir haben die auf jeden Fall jetzt gerade in der ersten Kurve gut bekommen. Und das heißt, ich bin immer noch Erster. Oder ich bin jetzt Erster. Kann die Kurve auf jeden Fall noch ein bisschen härter nehmen. Das Geile ist halt, also für meine Verhältnisse, das Geile ist halt, ich kann irgendwie sowas ganz geil analysieren. Also ich habe unten Weltrekord aufstellen. Ja, das ist bei mir ganz komisch. Also wenn ich zum Beispiel auch Formel 1 fahre oder so, dann fahre ich ja eigentlich mit dieser Kurvenhilfe. Aber die Sache ist die, ich analysiere eigentlich immer nochmal so vorher. Oder analysiere danach halt noch, wo ich vielleicht noch ein bisschen später anrufen könnte. Und habe halt bei dem Setup im Abu Dhabi auch wirklich lange dran rumgeschraubt. Also ich glaube, ich bin da wirklich... ich schätze mal ungefähr, naja, so 30 Runden im Zeitfahren gefahren. Hab jederzeit was geändert. Das Problem ist halt wirklich, dass Zeitfahren ja nichts mit Dingen zu tun hat. Mit Rennsettings. Und da war, glaube ich, auch mein Problem, weil ich bin davon ausgegangen, dass das halt das Gleiche ist. Eigentlich ein dober Fehler, ein Anfängerfehler von mir. Aber gut, es war sowieso nicht mein Rennen. Ich hatte sehr viel Übersteuern. Das bedeutet, in den Kurven, wenn ich rausgefahren bin, hatte ich sehr viel durchdrehende Räder. Und das hat sich dann natürlich auch gleich gerecht. Damit, dass ich halt so einen schlechten Platz nach Hause gefahren habe. Und jetzt in Belgien lief es ja dann auch besser. Aber da habe ich dann selber einen Fehler gemacht. Nämlich in der letzten Kurve. Müsst ihr euch unbedingt mal ansehen. Ey, das war einfach nur... zum Haare ausreißen. War wirklich nicht super toll. Hat mich auch wirklich geärgert, dass mir sowas dann ganz zum Schluss noch passiert ist. Aber seht selbst, und ich hoffe mal, auch diese, also die Formel 1 Folgen gefallen euch. Und ich fliege hier aber auch drüber. Also ich glaube, ohne ABS wäre ich hier jetzt aber schon ganz schön auf Dach geflogen. Ich kann auf jeden Fall ganz schön schnell fahren. Auch anscheinend pro Runde immer nur 30 Sekunden. Das ist top. Und war aber auch ein bisschen brutal. Aber wir können ja mal die Ansicht ändern, dachte ich mir. Vorne leichter Blechschaden. Wow. Wow, 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 wow. Okay, das ist gleich ein ganz anderes Gefühl. Aber der Sound ist auf jeden Fall von außen viel geiler. Was haben wir noch für eine Ansicht? Noch weiter. Ja, fahren wir mal eine Runde so. Aber wir sind jetzt schon in der 8. Runde. Wow, 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 wow. Aber wir ziehen ja auf jeden Fall schöne Reifenspuren. Wow, wow, wow. Alter, Alter, Alter.
geben wir nochmal Gas. Okay, das rächt sich sofort bei diesem kleinen Auto. Der hat auch eindeutig zu viel Leistung und ist zu leicht. Aber hat Spaß gemacht. Mit so einem kleinen Flitzer ist immer was Geiles. Und das war der erste Platz. Aber leider muss ich jetzt hier eine Pause machen und ich sage bis zur nächsten Folge und wir gucken, ob wir in Monaco wieder so dominieren wie gerade eben. Und ich sage erstmal ciao.